Die regionale Wirtschaft im Fokus mit Business TV. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die bedeutendsten Unternehmen der Region. Informativ und kompetent. Business TV in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt. IHK TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mainfranken-Würzburg. Und von Möller Manlift. Höhenzugangstechnik in Würzburg, Schweinfurt und Bad Kissingen. IHK Würzburg-Schweinfurt. Herzlich willkommen zu IHK TV, dem mainfränkischen Wirtschaftsmagazin in Zusammenarbeit mit der IHK Würzburg-Schweinfurt. Heute aus den Räumen der IHK in Würzburg. Hier haben wir uns verabredet mit dem neuen Präsident Otto Kirchner. Mehr dazu gleich und das sind weitere Themen der Sendung. Belastungsstopp für die Wirtschaft und Investitionen in die Infrastruktur. Das fordert der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Eine verlässliche Energieversorgung braucht die heimische Wirtschaft. Wie gestalten sich derzeit Strommarkt und Netzausbau? Auszubildende als Energiescouts. Im Unternehmen decken sie Einsparpotenzial auf. Berufliche Weiterbildung als Karrierekick. Vom Industriekaufmann zum Personalleiter. Die IHK Würzburg-Schweinfurt hat einen neuen Präsident, Otto Kirchner. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind für die Amtsperiode 2015 bis 2018 von der Vollversammlung gewählt worden. Herr Kirchner, welche Aufgaben kommen denn auf Sie zu als IHK-Präsident? Was wollen Sie alles verwirklichen und anpacken? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Es ist ein Amt, was sicher eine hohe Verantwortung mit sich bringt. Man hat dann für die ganze Region Mainfranken, für über 60.000 Betriebe, die Verantwortung, dass es hier gut weitergibt. Also eine sehr umfassende Aufgabe in verschiedenste Richtungen. Und ich habe mir natürlich für die Amtsperiode ein paar besondere Schwerpunkte gesetzt. Und ganz oben steht für mich das Thema Mitarbeiter und Fachkräfte, weil ich behaupte und überzeugt bin, dass das der Erfolgsfaktor Nummer eins für alle Betriebe ist grundsätzlich, aber natürlich insbesondere auch für uns und für die mainfränkische Wirtschaft. Aber es gibt natürlich jede Menge andere Themen und es gibt natürlich sehr viel Arbeit und sehr viele Termine, auch sehr viele repräsentative Termine, aber auch die normalen Termine, Vollversammlungen, Präsidiumssitzungen und was alles noch dazu kommt. Also ich denke, unter Arbeitsmangel habe ich in den nächsten knapp 4 Jahren nicht zu leiden. Am 22. Januar, da war es soweit, da wurde Otto Kirchner im Konferenzzentrum auf der Maininsel in Schweinfurt zum IHK-Präsident der IHK Würzburg-Schweinfurt gewählt von der Vollversammlung. Und beim anschließenden Festakt, da waren wir mit unserer Kamera dabei. Es ist das große Ereignis für die Industrie- und Handelskammer, die Übergabe des Präsidentenamtes. Nachdem er den Schlüssel von Vorgänger Dieter Pfister entgegengenommen hat, darf Otto Kirchner sich ab sofort Präsident der Industrie- und Handelskammer Mainfranken nennen. Dr. Erik Schweitzer, seines Zeichens Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, war extra aus Berlin angereist. Die aktuelle Lage der Wirtschaft gibt ihm zu denken. Mehr als 50% der Wirtschaftsleistung Deutschlands gehen nämlich in den Export. Das heißt, wir sind auch von jeder Krise ein Stück weit mit betroffen. Und wir haben ein Stück weit das Problem, dass die Bundesregierung zu sehr in Sozialausgaben ausgibt und zu wenig an Investitionen denkt. Schadensbegrenzung und die Frage nach notwendigen Investitionen stehen nun also an der Tagesordnung. Wir brauchen einen Belastungsstopp für die Wirtschaft. Wir brauchen mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, in Straßen, in den Breitbandausbau. Und wir brauchen eine bessere Bildung und wir brauchen eine bessere Fachkräfteversorgung. Das heißt, hier müssen wir schauen, dass der Wirtschaft die Fachkräfte nicht ausgehen, sondern dass Menschen deutlich besser gebildet werden, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser durchgeführt wird und dass wir Zuwanderung brauchen. Das noch junge Jahr 2015 birgt aber auch Chancen. Keiner hat damit gerechnet, dass das letzte Quartal so gut lief. Wir hatten letztes Jahr ein Wachstum in Deutschland von 1,5%. Wir werden dieses Jahr ein Wachstum haben von größer 1%. Da hilft uns zurzeit der niedrige Ölpreis und der
die Abwertung des Euros hilft momentan dem Export. Hier müssen wir eigentlich vorsichtig sein. Ein schwacher Euro über eine längere Zeit ist auch nicht gut für einen Standort Deutschland. Auf Kirchner, Schweizer und ihre Kollegen kommt also einiges an Arbeit zu. Vielleicht hatten sie beim Festakt ja schon Gelegenheit, sich über die ein oder andere Idee auszutauschen. Ja, einiges an Arbeit kommt ganz sicher auf ihn zu, auf den neuen Präsident der IHK Würzburg-Schweinfurt, Otto Kirchner. Er ist auch noch geschäftsführender Gesellschafter eines Unternehmens der Fränkischen Rohrwerke in Königsberg im Landkreis Haßberge ist das. Sie haben da Verantwortung für über 2000 Mitarbeiter insgesamt, Herr Kirchner. Was sind denn so als Unternehmer Ihre Grundsätze? Zunächst einmal ist für mich selbstverständlich, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich das höchste Gut ist, was ein Betrieb hat. Und deswegen lege ich größten Wert darauf, dass wir auf eine motivierte Belegschaft vertrauen können. Und ich bin mir einfach darüber im Klaren, ich habe das auch in meiner Antrittsrede ja gesagt, dass die Mitarbeiterinnen im starken Team der Erfolgsfaktor Nummer eins sind. Und die anderen Erfolgsfaktoren, Qualität und Innovation und sonstige Leistungen sind alle eine Folge davon. Das heißt andersrum, wenn man die gute Mannschaft hat und die guten Mitarbeiter hat, dann hat man auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Betrieb und das Unternehmen weiter wachsen und gedeihen kann. Und das haben wir seit über 100 Jahren von Generation zu Generation eigentlich verstanden. Und ich glaube, das ist ein Teil, dass wir eben auch diese Jahre überlebt haben. Ja, wir schauen jetzt mal in das Werk hinein in Königsberg bei Haßfurt und dort gibt es sie nämlich, die berühmten gelben Rohre. Das ist der Klassiker und das Markenzeichen des Unternehmens, die gelben Drainagerohre. Nur eine aus einer ganzen Reihe von Erfindungen aus dem eigenen Haus. Seit über 50 Jahren werden die flexiblen gelben PVC-Rohre in nahezu gleicher Weise hergestellt und kommen überall dort zum Einsatz, wo Regenwasser kontrolliert abgeleitet werden soll, zum Beispiel in der Landwirtschaft. An 22 Standorten weltweit produziert und vertreibt das Unternehmen seine Produkte. 5 Werke befinden sich in Deutschland, darunter der Stammsitz in Königsberg. Hierher siedelte das Familienunternehmen 1912 um, nachdem die erste Fabrik in Schweinfurt durch ein Feuer zerstört wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es die Chemikerin Dr. Auguste Kirchner, die Ehefrau des verstorbenen Eigentümers, die das Unternehmen in die Zukunft führte. Heute arbeiten 2700 Menschen bei den Fränkischen Rohrwerken, davon rund 1400 in Unterfranken. Rohre aus Metall und Kunststoff werden hier hergestellt, in allen Größen und Längen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Wasser oder Gas, Luft oder Kabel. Alles, was durch Rohre fließt oder in Schächten zusammengefasst wird, wird in der Fabrik hergestellt. Dazu entwickelt die Fränkische auch selbst neue Produkte. Zum Beispiel für den Elektrobereich. In diesen Rohren sind Datenleitungen bereits integriert. So kann zum Beispiel ein Computernetzwerk in einem Unternehmen oder einem Wohnhaus entstehen. Bei allen Produkten, die ein solch großes Industriewerk verlassen, ist die Qualitätssicherung besonders wichtig. Das Material muss viele Standards erfüllen. Diese Backöfen simulieren innerhalb kurzer Zeit die Alterung der Rohre über Jahrzehnte hinweg. Die Hitze- und Druckbeständigkeit werden geprüft. Soweit ein Einblick in das Unternehmen, dessen geschäftsführender Gesellschafter der neue Präsident der IHK Würzburg-Schweinfurt ist, Otto Kirchner. Und die IHK Würzburg-Schweinfurt, die veröffentlicht ja in regelmäßigen Abständen ihre Konjunkturumfrage. Sie fragt ihre Mitgliedsbetriebe, wie sieht's denn gerade aus geschäftlich und welche Erwartungen habt ihr denn? Herr Kirchner, wie steht Mainfrankens Wirtschaft jetzt zu Jahresbeginn da? Ja, wenn Sie diese Zahlen aus diesen Erhebungen anschauen, werden Sie feststellen, dass die mainfränkische Wirtschaft stabil ist. Der befürchtete Abschwung, der man noch im Herbst eigentlich prognostiziert hatte oder zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte, der ist bisher nicht eingetreten. Die Verunsicherung, die sich jetzt über einen längeren Zeitraum schon seit Sommer durch die verschiedenen Krisen ergeben hatte, ist erstmal ein bisschen abgeklungen. Natürlich wird jetzt auch über das Thema Griechenland und andere Schuldenthemen wieder ein bisschen, sag mal, eine falsche Stimmung gemacht. Aber da hat man
den Eindruck, dass es schon einen gewissen Gewöhnungseffekt kommt, nachdem das ja jetzt schon über so lange Zeit geht, lassen sich die Leute jetzt nicht mehr so leicht ins Boxhorn jagen und die Betriebe sind deswegen jetzt nicht gleich wieder in Panik geraten. Ich sehe von einer stabilen Ausgangsposition eine leichte Zuversicht mit dem Trend und Tendenz nach oben zu können, allerdings doch recht verhalten. Also große Sprünge werden in diesem Jahr wahrscheinlich nicht stattfinden. Wir werden das beobachten im Lauf des Jahres. Vielen Dank soweit, Herr Kirchner, und ja, Ihnen alles Gute für die Amtszeit. Vielen Dank. Wir schauen nun, was noch so passiert ist im Bereich der IHK Würzburg-Schweinfurt. Hier sind die Nachrichten. Informationsveranstaltung über Energieversorgung. Stellvertretender Hauptgeschäftsführer Rudolf Trunk begrüßte die Teilnehmer und Referenten. Die verlässliche Lieferung von Strom und Gas ist vor allem für Industrieunternehmen wichtig. Neben der Bundesnetzagentur, die über die Versorgungssicherheit in Bayern informierte, war auch ein Vertreter der Europäischen Energiebörse Leipzig in der IHK in Würzburg zu Gast. Er gab Einblicke in die aktuelle Strommarktgestaltung. Azubis werden Energiescouts. Unter diesem Motto hat die IHK Würzburg-Schweinfurt eine Qualifizierungsmaßnahme für Auszubildende durchgeführt. Azubis aus 11 mainfränkischen Unternehmen haben gelernt, in ihren Betrieben Energiesparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten. Die Ergebnisse ihrer Projekte haben die teilnehmenden Gruppen nun in der IHK-Geschäftsstelle Schweinfurt präsentiert. Zurück zu IHK TV und wir machen weiter mit unserer Rubrik der Karriereleiter. Denn mit einer guten beruflichen Qualifizierung, da geht es einfach leichter auf dem Weg nach oben, wie schon viele Teilnehmer von beruflichen Weiterbildungen festgestellt haben. Hier ein Beispiel. Thomas Stäblein ist heute Personalleiter im Bereich Digital- und Rollendruckmaschinen bei König & Bauer in Würzburg und betreut in dieser Funktion rund 450 Mitarbeiter. Ins Unternehmen eingestiegen ist er im Rahmen einer Umschulung zum Industriekaufmann. Dass es für ihn auf der Karriereleiter steil nach oben ging, daran hat seine Weiterbildung zum qualifizierten Personalfachkaufmann einen großen Anteil. Diese absolvierte er bei der IHK Würzburg-Schweinfurt und schloss sie im Jahr 2003 ab. Der Antrieb kam von mir aus. Was mache ich aus meinem Job? Ich will tiefer rein in die Materie, ich will mehr Hintergrundwissen, ich will das Ganze weiter abfedern, ich will nicht so viele Stolpersteine haben, die möchte ich möglichst umgehen. Und dafür ist viel Wissen nötig und das war so die Beweggründe, mich für den Personalfachkaufmann zu entscheiden. Die berufsbegleitende Weiterbildung richtet sich an Mitarbeiter in Unternehmen, die über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung verfügen und erste Berufspraxis im Personalwesen gesammelt haben. Inhalte dieser Qualifizierung sind arbeitsrechtliche Kenntnisse, das ganze Personalwesen zu organisieren, aber auch sehr stark auf die Personalentwicklung einzugehen, auf das Personalcontrolling, denn die Mitarbeiter sind einfach das Potenzial für die Unternehmen, für die Zukunft. Für Thomas Stäblein haben sich mit der Weiterbildung zum Personalfachkaufmann Türen im Unternehmen geöffnet. Ihm wurde mehr Verantwortung übertragen. Und die Weiterbildung zum Betriebswirt setzte er auch noch drauf. Also ich kann es jedem nur empfehlen, sich an irgendeiner Art und Weise der Weiterbildung zu beteiligen, wie auch immer, ob das jetzt über die Möglichkeit IHK ist oder andere Möglichkeiten, andere Bildungsträger. Man profitiert auf jeden Fall davon, man lernt neue Leute kennen, man hat gewisse Netzwerke anschließend, die man nutzen kann. Da kannte ich doch jemanden, der war neben mir gesessen, der rufe ich doch mal an, wenn ich ein Problem habe. Die hatten schon mal ähnliche Probleme, vielleicht können die mir weiterhelfen. Und da muss ich jedem dazu raten, das unbedingt zu machen. Ja, ein positives Beispiel, unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Und das war IHK TV für den Monat Februar. Vielen Dank fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. IHK Würzburg-Schweinfurt. IHK TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mainfranken-Würzburg. Und von Möller Manlift Höhenzugangstechnik in Würzburg, Schweinfurt und Bad Kissingen.
Die regionale Wirtschaft im Fokus mit Business TV. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die bedeutendsten Unternehmen der Region. Informativ und kompetent. Business TV in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt.